Tag zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Kartoffelkäfer Dirk und schön, dass ihr hier wieder reinschaut. Um es mit den Worten von Sporttotal-Kommentator Felix Herzenbruch zu sagen, leck mich am Arsch, was war das gestern für ein geiles Spiel? Ich kann mich nicht erinnern, außer vielleicht bei Fortuna Köln, wo es ähnlich spannend war, aber das gestern, das war absolut over the top, oder nicht? Die ganze Woche haben wir entgegengefiebert dem Duell beim Wuppertaler SV, Rückrundenauftakt und es gab ja noch was gut zu machen nach der 1:2 Heimpleite mit den ganzen Umständen, die dabei gewesen sind und wir wollten den Auswärtssieg holen in Wuppertal und wir haben ihn tatsächlich geholt. Und das war eine ganze Menge Arbeit, ein ganzes hartes Stück Arbeit und Man of the Match, Anton Heinz, der hat ja gestern gespielt wie vom anderen Stern. 3 Freistoßtore, also alle haben gesagt, man kann sich nicht erinnern, welcher Spieler das jemals gemacht hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir überhaupt mal 2 Freistoßtore in einem Spiel gemacht haben. Aber Anton Heinz gestern unnachahmlich eine Waffe, ohne jeden Zweifel. Da mussten auch die Wuppertaler den Respekt zollen. Das hat man, glaube ich, so in der Form noch nie gesehen. Und ich glaube, Anton Heinz hätte noch 10 Freistöße machen können. Er hätte wahrscheinlich immer noch 9 versenkt. Unfassbar, was er gestern geleistet hat. Für uns Aachener kann am ersten Adventssonntag die Adventszeit gar nicht schöner begangen werden. Platz 2. Bocholt hat gestern auch unentschieden gespielt gegen Schalke 04. Obwohl die Schalker einen Elfmeter zugesprochen bekommen haben und da hätten quasi einzeln führen gehen können, hat der Schalker Spieler gesagt, dass es kein Foul gewesen ist, kein elfmeterwürdiges Foul, sodass der Elfmeter zurückgenommen worden ist. Für uns natürlich schade, natürlich, weil dann wäre der Rückstand noch mehr verkürzt worden. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Chapeau an den Schalke-Spieler, Fairplay, so muss das ja auch eigentlich sein. Fairplay gab es auch gestern in Wuppertal, das muss man auch sagen. Trotz der ganzen Rivalität ist das Ganze gut über die Bühne gegangen. Ich denke mal, auf dem Platz waren die intensiven Zweikämpfe, aber es war nicht so, dass man sich bis aufs Messer da beackert hat. Über 3000 Aachener waren gestern in Wuppertal gewesen. 5120 Zuschauer insgesamt. Ein bisschen enttäuschend fand ich, dass von Wuppertaler Seite so wenig da gewesen ist. Selbst wenn deren Ultras aus diversen Gründen da gestern nicht zugegen gewesen sind oder sein konnten, weil sie von der Polizei aus sanktioniert worden sind, dass sie halt eben bis 18 Uhr nicht in Stadionnähe kommen durften. So viel auch deren große Choreografie aus. Da wäre man gespannt gewesen, was sie uns da geboten hätten. Aber dennoch, schade, zumindest für Wuppertaler Seite, also gegen Alemannia Aachen, so ein Traditionsduell, ein Spiel mit Würze, ein Topspiel, dass da nicht, weiß ich nicht, nicht 10.000 gekommen wären. Ne? Ich meine, von Aachener Seite, wir haben alles getan. Ist klar, wir haben momentan ja auch einen Lauf und das haben wir auch gestern in Wuppertal bestätigt, warum wir diesen Lauf haben. Wir haben im Gegensatz zum Anfang der Saison haben wir diesmal den Fußballgott auf unserer Seite. Und gestern haben wir den Fußballgott gebraucht und eine ganze Menge Energie, wie unser Trainer Heiner Backhaus immer sagt, um das Spiel am Ende wirklich nach Hause zu bringen. Denn nach einem 0:3 und zwischenzeitlichen 3:3 war zumindest ich fast geneigt zu glauben, dass wir das Spiel gestern noch hätten verlieren können. Denn die Wuppertaler haben gar nicht lange gejubelt nach dem 3:3, sondern sind direkt dazu übergegangen, dass der Anschluss ausgeführt wird und dass man dann noch das 4:3 macht. Wuppertals Trainer hat das dann auch noch nachher im Interview gesagt. Das war seine Maßgabe gewesen, dass man aufgrund der Tabellensituation natürlich gesagt hat, ein Unentschieden nutzt überhaupt nichts, wenn, dann muss der Dreier her. Was auch klar ist in der Situation von Wuppertal. Aber das kam dann uns zugute, weil die Wuppertaler haben dann nach vorne gespielt. Wir haben dann gekontert mit 10. Ne, das darf man nicht vergessen, wir waren ja fast 6 Minuten lang in Unterzahl. Und Anton Heinz wurde dann gefoult, hat dann den Freistoß selber ausgeführt. Ja, und was danach passiert ist, brauche ich, glaube ich, keinen Öcher mehr zu erklären. Das haben wir gestern alle gesehen und erlebt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Gestern habe ich mich aufgemacht nach Wuppertal, weil ich bin ja mit dem Fernbus gefahren. Und ich zeige euch dann halt mal so ein bisschen von zu Hause aus weg bis dann ankommen in Wuppertal. Hallo, es ist 10 Uhr und ich bin auf dem Weg zum Tivoli, denn dort fährt um 10.45 Uhr der Fanbus ab Richtung Wuppertal. Es ist eisekalt, minus 3 Grad und heute werden wir uns wahrscheinlich den Arsch abfrieren. Deshalb hoffe ich, dass unsere Mann in Schwarz-Gelb, natürlich in Wuppertal, 3 Punkte holen und dass wir dann uns warm singen und tanzen können. Bis später im Bus. Ciao. Also das ist 5 Jahre insgesamt im Spiel und ich habe
Was tippst du denn heute gegen Wuppertal? Ich denke mal, heute ein ganz knappes 3-1 für uns. Knappes 3-1? Ja, ich bin Aachener, es gibt nichts anderes. Oder? Was sagst du? Mindestens 2-1 für uns. 2-1? Ja, du bist aber sehr, sehr pessimistisch. Wir machen das 2-1 in der 88. Der Jonen, der macht heute ein Eigentor. Okay. Wir machen die einfach weg. So wie immer, oder? Oder? Natürlich. Im Fall. Und dann Platz 2. Ne? Okay, dann Platz 2. Hey, keine Aufnahmen während des Interviews. Während des Interviews, hallo? Nein, ich bin einfach, wir sind alle geil drauf. Der ganze Bus, der webt. Ja. Und unsere Bullis beben auch. Ich habe gehört, die Bullis, die Züge beben auch. Also, das kann nur gut ausgehen. Es geht halt alles durch bei blauem und, Himmel und Sonne. Und wenn nicht, holen wir halt die Punkte irgendwo anders zum Aufstieg. So ist das. Aber es wird beben, Wuppertal, Leute. Ja, auf jeden Fall. Wir lassen es richtig beben. Und 103 Punkte. Okay, danke euch. Mach mal, mach mal aus, da mal aus. Au, 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 aus. Macht gut, wa? Sind wir alle da? Ein Foto? Ja. Vor dem Bus. Ich muss ja sagen, ich war lange nicht mehr im Stadion am Zoo gewesen in Wuppertal und es hat sich nicht viel geändert. Also wenn man das sieht, da muss ich wirklich sagen, da muss aber zumindest im Gästebereich eine ganze Menge mehr getan werden als ein neuer Rasen und Rasenheizung und sonstige Sanierungsmaßnahmen. Also die Gästekurve, der Gästebereich, der sieht ja verheerend aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das hat mich dann doch ziemlich erschüttert, also für die Ansprüche, die ein Wuppertal hat, dass man in die dritte Liga will. Also da muss man noch ganz schwer in die Infrastruktur um das Stadion und in das Stadion herum investieren. Ein bisschen witzig fand ich auch, da wir ja immer eine ganze Zeit lang über unseren Caterer ja gemeckert haben, weil alles viel zu lang dauert und die Riesenmassen gar nicht so schnell bedient werden. Gestern in Wuppertal gab es ein Zelt mit einem Grill, wo zwei Leute quasi, ich weiß nicht, 3000 Aachener verköstigen mussten. Also das war auch wirklich absurd. Also ich war früh genug da, sodass ich mir mein Tivoli-Brötchen, ne, eine Frikadelle im Brötchen drin, noch besorgen konnte. Alle anderen habe ich auch beim Anstehen gesagt, ich glaube, die werden den Anpfiff nicht erleben, dass sie das sehen werden. Und da weiß ich auch nicht, also da weiß ich nicht, was hat Wuppertal erwartet, dass 300 Aachener kommen. Eine Bude, wo dann Würstchen und was weiß ich nicht ausgegeben werden und dann mit zwei Leuten und dann so unvorbereitet, also bei aller Liebe Wuppertal, also das müsst ihr wirklich besser in den Griff bekommen. Kommen wir zum Spiel. Da waren wir sehr gespannt, wie wird unsere Alemannia agieren und wie wird Wuppertal agieren, weil für Wuppertal, das wusste man ja, ist es alles oder nichts. Sie sind schon weit hinter der Spitze und wenn sie das verringern wollten, dann mussten sie natürlich auch, uns auf alle Fälle schlagen. Und wir hatten die große Aussicht auf Platz 2, nachdem ja der 1. FC Köln gestern gegen Fortuna Köln ja 3-3 gespielt haben. War klar gewesen, mit einem Sieg würden wir uns auf Platz 2 katapultieren. Und dann war die Frage, was würde dann Bocholt machen zu dem Zeitpunkt, wenn sie unentschieden spielen oder wenn sie verlieren, dann wären wir wieder ganz nah dran. Nach 9 Minuten Anton Heinz zum ersten Mal in Aktion mit einem Freistoß und der aus 30 Metern. Aus 30 Metern. Also wenn man sich das mal anguckt, unfassbar. Und ihr habt es alle mal gesehen, er haut ihn dann in den Winkel rein. Oh.
Du hast es gesagt! Ja! An dieser Stelle noch der Hinweis, dass natürlich die Bereitstellung der Videoinhalte vom Spielgeschehen, von den Toren, von den ganzen Sequenzen natürlich durch Sporttotal erfolgt. Ich darf deren Content benutzen, das habe ich euch erklärt in einem vorherigen Video. Vielen Dank dafür und auch hier der Hinweis, die Highlights vom Spiel Wuppertal gegen Aachen findet ihr natürlich dann auch hier drunter in der Videobeschreibung. Und das solltet ihr euch auch nochmal angucken und das kann man sich auch nochmal sehr gerne angucken. Anton Heinz, wie gesagt, da mit 30 Meter Schuss in dem Winkel zum 0:1 und ich glaube, nicht nur dieses Tor werden wir heute am Sonntag beim Arndt Zeigler sehen, in Zeiglers wunderbarer Feld des Fußballs. Ich glaube, das werden wir auch bestimmt zwei Tore sehen, die dann auch bei der Sportschau zur Auswahl des Tor des Monats stehen werden. Weil das, was Anton Heinz, wie gesagt, gestern gemacht hat, das war einfach nur unfassbar. Weiter ging es dann aber, dass wir schnell das 0:2 erzielt haben und das war dann Lukas Szczepanik, Wuppertal im Angriff. Wir haben schnell umgeschaltet und dann Lukas Szczepanik unnachahmlich auch mit seinem Schuss direkt ins kurze Eck hinein und 0:2. Da haben wir gedacht, hallo, was ist denn hier los? Wenn sich noch genug gewesen wäre, dann kam dann die 38. Minute, als dann Uli Bapo kurz vor dem Strafraum gefault worden ist. Und wieder war dann Anton Heinz derjenige, der den Freistoß ausgeführt hat. Diesmal deutlich kürzere Distanz. Und auch dieser Ball mit Wucht geschossen. Und ja, da hätte man auch sagen können, da hat der Wuppertaler Torwart ein bisschen gepatzt. Den hätte er vielleicht doch klären können, aber Anton Heinz im Interview nach dem Spiel hat er selber gesagt, der war schon gut und stramm geschossen. Das ist schon schwer zu sagen. Sah jedenfalls unglücklich aus, aber nichtsdestotrotz für uns sehr gut 0:3. Und da haben wir uns alle gedacht, hallo, gekniffen, 0:3 in Wuppertal. Was ist bitteschön hier los? Und ehrlicherweise habe ich mir da schon so gedacht, ach, wie fantastisch, man führt 3:0 in Wuppertal. Das Spiel, das schaukeln wir jetzt bis zur 90. Minute nach Hause, weil so geil sind wir, das verteidigen wir. Wir lassen die Wuppertaler ein bisschen noch am Spiel teilhaben, aber den Sieg, den werden wir ganz charmant nach Hause fahren. Hättest du gedacht, dass wir 3:0 führen sind vor der Halbzeit? Das ist echt Hammer. Und? Das hatte ich dann beim 0:3 gedacht, wie sicherlich auch einige andere auch. Dann kam es aber doch ganz anders. Denn keine 3 Minuten später erzielte Wuppertal den Anschluss mit dem 1:3 durch Peitz und das war dann auch wieder schlecht verteidigt in der Mitte, weil da stand dann der Dustin Wilms gegen 2 Wuppertaler alleine und ja, Peitz weiß man auch, dass er solche Bälle gerne dann ins Tor reinmacht und so war schnell der Anschluss wieder hergestellt. Man muss auch sagen, dass die vorigen Aktionen, die alle mal
komischerweise über unsere linke Seite gelaufen sind, dass wir da enorme Probleme gehabt haben. Dann kam es, wie es kommen musste. Wir haben uns dann weit zurückgezogen und Wuppertal hat den Druck erhöht und Wuppertal kam und Wuppertal machte und Wuppertal tat und Uli Bappo sollte dann irgendwie ja, die tragische Figur werden. Er hat dann im Strafraum seinen Gegenspieler gelegt und im Stadion habe ich schon gesehen, das war einfach ein eindeutiger Elfmeter gewesen und im Sporttotal in der Szene, das seht ihr auch gleich, war es auch gewesen. Ne? Also da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Uli Bappo hat den als seinen Gegenspieler gelegt im Strafraum, Elfmeterpfiff, das ist halt eben so. Aber was dann passiert ist, das war natürlich unfassbar absurd, dass sich Uli Bappo da so aufgeregt hat, so ausgerastet ist, wo er schon gelb vorbelastet gewesen ist, dass er von einem Spieler nicht zurückgehalten werden konnte, dass sogar der Benchop von Wuppertal ihn noch beruhigen musste oder versucht hat, ihn zu beruhigen. Uli Bappo, weiß ich nicht, rumrandaliert hat, den Physiotherapeuten Thomas Lange weggeschubst hat. Unfassbar, was er da gemacht hat. Also wir haben uns alle gefragt im Stadion, was ist da los? Ist er irgendwie rassistisch beleidigt worden oder was ist passiert, dass er da so austickt, so ausrastet? Aber selbst wenn es so gewesen wäre, das geht einfach nicht. Er hat seiner Mannschaft einen riesen Bärendienst damit erwiesen und hätte den Sieg dann auch fast damit noch in Gefahr gebracht beim Stand von 1:3 und Elfmeter. Also das war völlig unfasslich, was da in ihm gefahren ist. Zugutehalten muss man ihm natürlich allerdings, dass er noch gestern Abend ein Statement geschrieben hat, wo er sich entschuldigt hat bei allen und dass sowas nicht wieder vorkommen wird. Und ja, damit ist dann auch die Sache, denke ich mal, erledigt. Er kann sich bei Anton Heinz bedanken, dass er den Siegtreffer gemacht hat, bei seinen Mannschaftskollegen bedanken, dass sie da zu 10 fast eine Stunde lang rumgeackert haben, um das Ergebnis halt eben nach Hause zu bringen. Und damit sollte die Sache auch gut sein. Am Ende konnte er ja mit der Mannschaft vor dem Block feiern. Benchop hat sich natürlich nehmen lassen und hat dann ganz locker und flockig zum 2:3 verwandelt. Und dann haben wir dann gewusst, meine Fresse, das wird jetzt eine verdammt schwere zweite Halbzeit, nicht nur in Unterzahl, sondern auch 2:3, das wissen wir alle, dass die Wuppertaler wahrscheinlich aus die Kabine kommen werden, dann wie die Feuerwehr. Aber sie kamen eigentlich nicht wie die Feuerwehr aus der Kabine, sie kamen schon mit Druck aus der Kabine, aber wir haben da einfach auch gegengehalten, wir haben eigene Aktionen gesetzt, wir hatten Konterchancen gehabt, natürlich nicht allzu zwingend und Wuppertal hat dann im Laufe der Spielzeit den Druck immer weiter erhöht. Was auch klar ist, zu 10, da mussten wir uns auch ziemlich weit zurückziehen und darauf hoffen, dass alle dann den kühlen Kopf bewahren, dass jeder noch den 1-2 Meter mehr läuft und dass jeder nochmal über sich quasi hinauswachsen muss. So wie es ja auch Rainer Backhaus immer gefordert hat. Und wenn man ehrlich ist, hat man auch so in der zweiten Halbzeit gar nicht den Eindruck gehabt, dass wir in Unterzahl spielen, weil das hat unsere Mannschaft ziemlich gut gemacht. Sie haben zwar natürlich sich zurückgezogen, weil sie in Unterzahl waren, aber so vom aktiven Spielgeschehen her war zwar Wuppertal natürlich ballführend gewesen, spielbestimmt gewesen, aber so ist auch die richtig zwingend großen Chancen, hatten sie vielleicht 2-3 gehabt, wo man mal die Zähne zusammenbeißen musste, aber ansonsten
haben wir sie doch ziemlich gut unter Kontrolle gehalten. Aber irgendwann wird dann der Druck auch so groß und dann war es dann die 80. Minute, wo dann der, ich glaube, der eingewechselte Bulut dann das 3:3 gemacht hat. Und da muss man auch sagen, das haben die Wuppertaler echt gut gemacht, was sie sich da als Klein-Klein zugespielt haben und dann den Ball ins kurze Eck reingeschossen. Da konnte auch unser guter Marcel John nichts mehr dran ändern. Und dann stand es nach 80 Minuten 3:3, wo wir gedacht haben, ja, leck mich in der Tech, das könnte jetzt sogar noch kippen, das ganze Spiel. Denn das war quasi der größte anzunehmende Unfall, den wir uns heraufbeschwören konnten, dass wir dieses Spiel nach einem 3:0 noch verlieren konnten. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wer von uns schon hätte da dran geglaubt, dass wir das Ding am Ende noch nach Hause schaukeln würden mit einem Sieg? Ich muss gestehen, ich selbst habe da nicht mehr dran geglaubt. Ich hatte alle Daumen gedrückt, dass wir zumindest das 3:3 noch halten würden. Und da muss man natürlich auch, ich meine, das sage jetzt ich als Alemanne, aber ich bin ja immer so für Fair Play, aber da muss man auch den Wuppertalern mal wirklich ein Riesenkompliment machen, dass sie aus einem 0:3 ein 3:3 gemacht haben. Ich meine, nicht viele Mannschaften schießen 3 Tore gegen uns und in den letzten Wochen schon mal gar nicht, wo wir abwehrmäßig ja so stabil gestanden haben, kaum einen Treffer mal zugelassen haben. Aber die Wuppertaler haben uns da mal 3 schöne Dinger eingeschenkt. Und da muss man sagen, die Moral von Wuppertal, die war sehr, sehr hoch gewesen. Und das hätte, glaube ich, keine andere Mannschaft geschafft. Weil Wuppertal ist eine Top-Mannschaft, auch wenn sie natürlich jetzt hinten dran hängen, einen riesen Rückstand haben am Ende. Aber ja, dennoch sind eine Top-Mannschaft. Sie haben Top-Spieler und sie haben gezeigt, was sie dann für eine Moral haben. Ich weiß nicht umgekehrt, ob wir das auch geschafft hätten, wenn wir 3:0 zurückgelegen hätten, dann noch auf ein 3:3 zu gehen. Wir haben es auch am Freitagabend erlebt bei 1. FC Köln gegen Fortuna Köln. Da führte der 1. FC Köln 2 auch mit 3:0 und die Fortuna hat das dann auch wieder auf 3:3 gesetzt. Das war halt eben auch genau dieses Spiel, weiß ich nicht, das einfach so sein musste. Natürlich dann mit dem besten Ende für uns und dann haben wir den einen Konter gefahren, wo dann Anton Heinz mit dem Ball oder den Ball nach vorne trieb und er dann gefoult worden ist. Nachher im Interview bei Sporttotal hat er ja auch gesagt, er hat gehofft, dass er gefoult werden würde, weil er hatte schon einen Krampf im Bein bekommen und war sich gar nicht sicher, ob er noch hätte weiterlaufen können. Das haben wir natürlich dankbar angenommen durch den Wuppertaler Spieler, der natürlich Anton Heinz gefoult hat. Und Anton Heinz, ne, man kann es nicht oft genug zeigen, man kann es sich nicht oft genug angucken und ich könnte es mir auch, glaube ich, bis nächste Woche in Dauerschleife angucken. Dieser Freistoß zum 3:4, der die Entscheidung gebracht hat, einfach unfassbar. Pure Ekstase nach dem Tor und es waren dann noch wenige Minuten zu spielen, 3 Minuten offiziell und dann gab es noch 3, 4, 5 Minuten Nachspielzeit, wo wir dann nochmal alle Nerven zusammenbehalten mussten. Aber es ist dann nichts mehr passiert und am Ende haben wir einfach vor dem Block gefeiert. Entstanden 3:4.
Steinberg. Unfassbar, was dann los war, und also nach Fortuna Köln war das für mich das allerbeste Auswärtsspiel, was ich in dieser Saison erlebt habe. Man lag sich mit irgendwem in den Armen, den man gar nicht kannte, aber völlig egal. Wir sind alles alle Mann und wir haben gefeiert. Wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen diesen kleinen Triumph genossen aus dem Hinspiel, wo wir ja unglücklich 2-1 verloren hatten, dass wir quasi das im Rückspiel so gedreht haben. Und es musste irgendwie auf diese Art und Weise, musste das Spiel so enden. Traurigerweise für Wuppertal, die natürlich, deren Träume natürlich erstmal ein ganzes Stück zerstört worden sind. Sie haben jetzt 12 Punkte Rückstand und wir haben jetzt nur noch 5 Punkte Rückstand. Und nächste Woche gegen den SV Lippstadt, das letzte Heimspiel vor der Winterpause. Ich glaube, da brauche ich keine Glaskugel, um zu prophezeien, dass da mindestens 20.000 Alemannen im Stadion sein werden. Denn gleichzeitig spielt der 1. FC Bocholt beim SV Rödinghausen. Und da sind wir drauf gespannt, sollte der SV Rödinghausen tatsächlich schaffen, den 1. FC Bocholt zu schlagen. Dann könnten wir mit einem Sieg natürlich gegen Lippstadt vorausgesetzt, bis auf 2 Punkte heranrücken zur Winterpause. Und ich glaube, das wäre super geil. Das hätten wir in unseren kühnsten Träumen nicht gedacht, nach dem ganzen Saisonverlauf, dass wir nochmal so nah dran kommen, dass wir solch eine fantastische Ausgangsposition haben für die Rückrunde. Und das ist auch der Dank an unseren Coach Heiner Backhaus, der die Mannschaft auf Kurs gebracht hat, der die Mannschaft zu dem befähigt hat, zu der sie jetzt in der Lage ist, was sie kann. Und Anton Heinz, wie gesagt, unnachahmlich, das habe ich schon nie erlebt und ich glaube, das werden wir auch nicht mehr erleben. Und natürlich ist da natürlich die große Frage, die sich alle stellen, werden wir den Anton Heinz überhaupt noch erleben? Denn der wird sich mit ziemlicher Sicherheit sehr viele Begehrlichkeiten wecken aus der dritten Liga, dass man ihn haben will. Und wir haben ja damals das große Glück gehabt, als wir ihn zu Saisonbeginn nach Aachen geholt haben, dass er sich erstmal gegen die dritte Liga entschieden hat. Und da kann man nur hoffen, dass Anton Heinz einen kühlen Kopf bewahrt und den gemeinsamen Weg mit unserer Alemannia weitergeht, auch über die Winterpause hinaus, dass er mit dazu beiträgt, dass wir vielleicht doch den großen Sprung in die dritte Liga schaffen. Und dann hätte er seinen Traum ja auch verwirklicht. Und er hat dazu beigetragen, dass dieser Traum vom Drittliga-Aufstieg diese Saison weiterhin lebt. Schade, dass wir in Bocholt die Eier nicht gehabt haben, dass wir da nichts geholt haben vor wenigen Wochen, dass wir da 3-0 verloren haben. Wenn man sich das jetzt mal so bedenkt, wenn wir da anders agiert hätten, wenn es anders gelaufen wäre. Naja, aber es muss wahrscheinlich alle so sein. Alemannia ist nicht bereit für den einfachen Weg. Man muss es immer schwierig und kompliziert machen. Das sind wir Alemannen gewöhnt. Und so, wie die Spiele laufen, ist das Ganze auch gar nicht gesundheitsförderlich. Ne? Also gegen Düren hat man schon einen Kardiologen gebraucht in der Nachspielzeit. Und gestern in der 87. Minute hat man auch einen Kardiologen gebraucht, der einen da mit der Sauerstoffmaske entsprechende Luft zuführt. Weil was unsere Alemannia macht zurzeit, das ist einfach unfassbar. So, genug gequatscht. Wie gesagt, der erste Adventssonntag, der ist unserer, den können wir genießen, den können wir feiern. Wir können die ganze Woche feiern. Es ist einfach nur herrlich.
An dieser Stelle nochmal erwähnt, danke für die Bereitstellung der Videosequenzen durch Sport Total. Und wie auch gesagt, ihr könnt euch die Highlights nochmal anschauen. Den Link habe ich euch unten reingesetzt in der Artikelbeschreibung. Da könnt ihr nochmal die Highlights zusammengefasst sehen. Dieses Video möchte ich fast beschließen mit dem Kommentar von Felix Herzenbruch, der das Spiel gestern bei Sport Total ja als Co-Kommentator mitkommentiert hat, der dann beim 3:4 Folgendes gesagt hat. Gibt's das dritte, Anton Hain? Da leck mich doch am Arsch! Was für eine Hütte! Das ist doch Wahnsinn! Beschließen möchte ich dann natürlich das Video mit dem 3:4 und der Ekstase, die dann erfolgt ist. Das Video habe ich ja gestern auch gepostet auf mehreren Kanälen. Und sage, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Denkt dran, Alemannia Aachen, unser Herzensverein, der macht uns noch fertig. Und ich hoffe aber, er macht uns so fertig, dass wir am Ende im Mai auf der Rathaustreppe stehen werden. Das ist mein größter Weihnachtswunsch, den ich habe. Ich hoffe, ihr habt ähnliche Weihnachtswünsche und Alemannia macht zurzeit Spaß und man darf gar nicht sich daran erinnern, wie das am 4., 5. Spieltag hier ausgesehen hat. So schnell geht das, so schnell ändern sich die Zeiten und so schnell kann ein Mann hier alles auf links drehen. Das hat Herr Backhaus getan, unser neuer Coach, und man muss es so sagen, er passt hier wie Arsch auf Eimer in unserer Mannschaft bei Alemannia Aachen rein. Mit diesem Sinne entlasse ich euch für heute und sage danke, dass ihr hier wieder reingeschaut habt. Danke an meine Kanalsponsoren, die dieses Video auch unterstützt haben. Und danke an Sport Total für die Bereitstellung der ganzen Bilder, die ich jetzt verwenden darf, offiziell auch. Und ja, ein herrliches Wochenende für uns, eine herrliche Woche für euch alle. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann in die Tage wieder. Bis dann und Nikolaus, schaut mal hier auf diesem Kanal rein, dann habe ich da vielleicht noch etwas für euch für Samstag. In diesem Sinne, Adi da Totzins, macht's gut, ciao, euer Kartoffelkäfer Dirk.